Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zur ersten Folge von dem Community-Projekt Need for Speed Cops vs. Tuner. Ja, die erste Folge hat jetzt ein Weilchen gedauert, sorry dafür. Wir hatten ein klein bisschen Technikprobleme noch mit der Kommunikation und all dem Ganzen. Aber jetzt sollte das Ganze eigentlich funktionieren und ich dachte, ich werfe euch jetzt einfach mal in die Runde rein. Heute bin ich noch alleine, aber das soll sich dann eventuell in den kommenden Videos dann ändern und dann quasi mit anderen Cops zusammen die Taktikbesprechung und dass ihr alles mitbekommt, bla bla bla, alles was abgeht und also gebt dem Ganzen ein bisschen Zeit, damit das Ganze sich entwickeln kann, aber ich denke mir, ich nehme die erste Folge heute mal alleine auf, damit ich euch alle Regeln erklären kann und euch das Spielprinzip einfach klar machen kann. Zunächst auf jeden Fall mal noch ein kleines Dankeschön vorweg an den guten Fly, der hat mir ziemlich viel geholfen bei der Organisation und hat mir da ziemlich viel abgenommen, da ich in letzter Zeit viel zu tun hatte und der nimmt auch immer wieder mal einen Cops vs. Tuners Stream, der über Twitch, es ist der erste Link in der Beschreibung, checkt den auf jeden Fall ab, ist echt ein cooler Typ und der wird auch in Zukunft eventuell noch beim Discord dabei sein, aber wie gesagt dazu dann später mehr. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange drum rum und fangen einfach direkt an mit dem Game. Ich erkläre euch, wie gesagt, während dem Spiel eben immer wieder die Regeln, was ihr so beachten müsst, damit ihr das Ganze natürlich auch mitbekommt. Und ihr seht, wir sind 4 Cops heute, also 4 Autos mit Polizeidesign und 3 Razor, die jetzt schon die Möglichkeit haben, sich auf der Karte zu verteilen. Wir haben ein bestimmtes Gebiet, das wir eingegrenzt haben, das zeige ich euch hier, das ist eingeblendet irgendwann mal, also das mache ich natürlich im Nachhinein alles noch. Und die haben jetzt jedenfalls 30 Sekunden Zeit, um sich quasi verschwinden zu lassen, aus dem Staub zu machen und eben sich auf der Map zu verteilen. Hier seht ihr noch kurz, ich zeige es euch hier, das sind die Gebiete, eben die komplette Inseln und da seht ihr die gestrichelte Linie und die darf man eben nicht umfahren. So, der Countdown ist um, wir haben jetzt 25 Minuten Zeit, um diese 3 Razor, die oben eingeblendet sind, zu fangen. Man kann Leute fangen, indem man sie 5 Sekunden festsetzt. Das heißt, wenn wir uns irgendwie taktisch besprechen und dann den irgendwie festsetzen, den Razor, hat er eben keine Chance wegzukommen. Und wenn wir das eben 5 Sekunden lang schaffen, ihn irgendwie gegen eine Wand drücken, gegen einen Baum fetzen oder was weiß ich, irgendwie, dass er halt nicht mehr sich bewegen kann, dann ist er eben nach 5 Sekunden verhaftet. Das Ganze ist ein bisschen tricky, wir haben das öfters jetzt mal geübt, ihr seht es ja schon, es ist nicht so easy, den Leuten hinterherzukommen, aber wir haben das ein bisschen ausgearbeitet und haben uns so ein paar Tuning-Einstellungen gemacht, zum Beispiel, dass eben die Tuner nur ein Fahrzeuglevel von 350 haben dürfen und die Cops eben bei 400 plus voll dabei sein dürfen, weil sonst echt schwierig wird. Und das war eigentlich schon ein ziemlich guter Anfang so von der Planung her, das hat eigentlich dann ganz gut geklappt, deswegen haben wir uns jetzt auch dafür entschieden, dass wir das heute auch so machen werden. Wir haben das Ganze auch mal bei Nacht probiert. Da war es allerdings ein bisschen schwierig wegen den Cops und wegen dem Heat-Level. Deswegen haben wir uns das für den Tag entschieden. Und es kann natürlich auch sein, dass wir das immer mal durchvariieren. Wir werden auf jeden Fall die Position und die Maps, quasi die Bereiche, die wir spielen werden, die Spielkarte werden wir natürlich auch erweitern, indem wir das nächste Mal irgendwelche andere Gebiete nehmen oder sonst irgendwas. Wichtig ist jetzt vor allem, dass wir haben, wie gesagt, 25 Minuten Zeit, als Cops die Racer zu fangen. Wir können die Ganze auch zerstören durch Schaden, allerdings ist das ein bisschen schwierig, weil man die wirklich schon richtig hart crashen muss und wenn ich jetzt mit 400 gegen ein anderes Auto, gegen einen anderen Spieler baller, dann bekomme ich eigentlich keinen Schaden und wenn nur ganz wenig, das heißt, wir können wirklich nur als Cop Schaden erlangen, wenn wir die gegen irgendwelche Wände klatschen und irgendwie gegen Bäume oder so, nur das funktioniert oder eben wie gesagt das Festsetzen, je nachdem, bei beiden wäre das dann eben der Fall, dass er verhaftet wäre, das heißt, wenn er zerstört wäre, ist er verhaftet und wenn er so festgehalten wird, dass er sich 5 Sekunden lang nicht bewegen kann, wird er auch verhaftet. Und ihr seht, wir tun uns gerade schon ein bisschen schwer, was heißt schwer, also wir sind halt voll in der Jagd drin, jetzt könnten wir vielleicht den mal kriegen, ich weiß nicht, also es ist auf jeden Fall nicht so easy, das kann ich euch sagen, aber das macht das Ganze ja auch ein bisschen einen Reiz und es bockt sich auf jeden Fall, also es hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, die erste Runde und da werden natürlich weitere kommen. Wenn ihr natürlich dabei sein wollt, könnt ihr jederzeit dabei sein und euch über den Discord bei mir anmelden. Dazu sind die ganzen Links auch in der Beschreibung. Und ich mache weiter dann, denke ich mal, mit den Spielregeln. Ich muss noch überlegen, was es dann noch zu sagen gibt gerade. Genau, die Tankstellen dürfen auch nicht benutzt werden von den Tuner, weil das ja sonst ein bisschen mies wäre, ein bisschen unfair. Allerdings dürfen wir als Cops eben uns zerstören lassen, immer wieder Neues bauen und wir dürfen uns sogar teleportieren. Und jetzt könnten wir den ersten, ja, den kriegen wir jetzt, den kriegen wir jetzt. Jetzt müssen wir ihn 5 Sekunden festsetzen, ihr seht. Ich werde euch natürlich das nachher noch bearbeiten mit Timer und bla bla bla. Aber wir haben den ersten Razor, okay, perfekt. Der erste Tuner ist verhaftet.
nach circa 3 Minuten, richtig gut. Also hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht. Es kommt natürlich auch immer drauf an, wie gut der Gegenüber fährt, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass er schlecht gefahren ist, aber bisschen Pech dabei. Auf jeden Fall haben wir den ersten Racer jetzt, beziehungsweise den ersten Tuner gefangen und können uns jetzt direkt zu den nächsten begeben. Der Fly, der ist ziemlich gut, also ich glaube, bei ihm wird es ein bisschen tricky. Wir haben auch schon bei den ganzen Proben ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, teilweise den Fly zu kriegen, aber Fly, wir kriegen dich, keine Sorge, der sollte also uns nicht entwischen. Wir sind ja immerhin noch Cops, also insgesamt 4 Cops, also einer mehr, und jetzt sind es nur noch 2 Razor und wir haben noch über 20 Minuten, also der Timer läuft perfekt, das sollte eigentlich dann gut funktionieren. Wir dürfen als Tuner natürlich, als Cops natürlich auch die richtigen Cops aus dem Spiel mit benutzen. Das heißt, wenn wir irgendwie die Cops jetzt anfahren, dann können wir mit denen natürlich die Jagd etwas vereinfachen, würde ich jetzt mal sagen. Beziehungsweise der Tuner hat es ein bisschen schwieriger, wenn wir zu viert angefahren kommen, also als 4 Cops und dann noch die Ingame-Cops. Das ist natürlich manchmal nicht ganz so easy, aber das ist auch so ein bisschen der Reiz, das bockt sich auch dann und genau. Apropos Cops, ich glaube, wir rammen die jetzt einfach mal und nehmen die uns mit, damit wir vielleicht mal eine Chance haben, da näher ranzukommen, beziehungsweise mit mehreren Cops eben die Straße ein bisschen verwirrender machen oder einfach sperren. Versuchen wir es einfach mal, sollte vielleicht klappen. Und wie gesagt, ihr seht ja, wir haben alle die gleiche Lackierungen. Also man sollte uns eigentlich schon gut erkennen, wenn man angefahren kommt. Wir haben uns auch als Cops, also allgemein haben wir so die richtig krassen Fahrzeuge bisher draußen gelassen, sowas wie der Regera oder andere. So, jetzt haben wir die Cops, jetzt nehmen wir die mal mit und versuchen die anderen zu kriegen. Jedenfalls haben wir die krassen Karren eben rausgelassen, weil es sonst echt unfair wäre. Wir haben das, wie gesagt, jetzt schon ein paar Mal getestet. Aber es ist manchmal nicht ganz so einfach, wie gesagt, es kommt natürlich drauf an. Aber mit diesen Einstellungen, mit denen wir jetzt eigentlich angefangen haben, sollte das Ganze eigentlich einfacher funktionieren. Okay, er bleibt doch nicht stehen. Jetzt müsste ich da... Ah, komm schon. Wo sind die anderen? Also das ist natürlich gerade noch ein bisschen mies. Ich höre die anderen nicht. Die sind in der Party, die 4 anderen Cops, beziehungsweise die 3 anderen Cops, sorry. Aber wie gesagt, das wollte ich in Zukunft dann eben verbessern. Jetzt kriegen wir ihn vielleicht. Nee. Ah. Manchmal ist es auch ein bisschen schwierig mit der Synchronisation von dem Spiel, weil die nicht ganz so gut ist in Heat. Aber solange jeder relativ, oh mein Gott, jetzt hat es mich gerade komplett weggescheppert, den Nitro war falsch gezündet, aber es sollte auf jeden Fall, wenn jeder ein halbwegs stabiles Internet hat, eigentlich dann doch funktionieren. Manchmal ist es ein bisschen lästig, aber Gott sei Dank war es jetzt in dieser Runde noch nicht der Fall. Jetzt kriege ich ihn vielleicht. Ihr seht auch, unsere Autos sind ein bisschen schneller, weil wir halt eben als Cops über 400er Tuning haben. Aber das ist eigentlich voll okay, weil hier in der Stadt ist es extrem schwer, die Leute zu kriegen, weil du nicht weißt, wann sie abbiegen. Und dann ist es ein bisschen tricky und dann ist es auch okay, glaube ich, wenn die Cops schnellere Autos haben. Aber je nachdem, wie das Ganze funktioniert und wie das Ganze dann in Zukunft aussehen wird und vom Ablauf her können wir das natürlich immer noch anpassen, die Regeln. Aber das sollte so eigentlich bisher ganz gut funktionieren. Oh, da wurde er richtig hart gesmashed. Aber es bringt nichts. Also wie gesagt, man bekommt wirklich wenig Schaden, obwohl man ihnen teilweise die Gegner richtig hart wegsmasht. Es bringt nicht so viel. Das heißt, müssen wir eher mit mehreren Leuten auf dieses Festsetzen gehen. Und ich glaube, das haben sie jetzt auch verstanden. Also wir versuchen jetzt mal einfach mehr auf dieses Festsetzen zu gehen. Das hat relativ früh schon geklappt. Also wie so, oh, okay, den hat er wahrscheinlich übersehen. Dann muss ich alleine an ihn jetzt ran, okay. Und wie gesagt, ich will natürlich in Zukunft noch das ein bisschen ändern, dass wir mehrere Leute im Discord sind, damit wir das Ganze auch taktisch machen können. Weil du als Cops das Ganze schon taktisch machen musst, weil du die sonst einfach nicht kriegst. Wenn du sofort einfach sinnlos irgendwelchen Leuten in der Map hinterherfährst, dann bringt das nicht so viel. Also man muss schon taktisch ein bisschen gucken, na okay, wie kann er fahren, ein bisschen spekulieren, okay, da und da eine Straßensperre vielleicht machen und ihm den Weg abschneiden und ihn dann abfangen und letztendlich zu stellen. So, jetzt hat er sich ein bisschen Vorsprung erarbeitet. Ich guck mal, ob ich hinterherkomme. Ja, wir sollten den jetzt mal langsam kriegen. Also es müsste doch jetzt langsam mal funktionieren, dass wir den kriegen. Ich weiß nicht. Aber die Map gefällt mir auf jeden Fall. Also wir haben bisher schon... Oh, okay, jetzt habe ich ihn gesmashed. Aber wie gesagt, das wird ihm nichts bringen. Ich muss ihn festsetzen, weil sonst wird er nicht zerstört sein. Ah, komm schon, komm schon. Jetzt muss ein anderer Kopf muss noch kommen. Ah, shit. Ja, es ist schwierig, wie gesagt, alleine manchmal einen festzusetzen, aber jetzt, okay, ich komme ihm näher, den müssten wir doch jetzt gleich haben. Richtig nice wäre halt, wenn wirklich das Heat so irgendwie eine Schadensreduktion, beziehungsweise, apropos Schadensreduktion, die gibt es natürlich nicht, also
Die Cops dürfen die Erweiterung benutzen. Die Tuner nicht. Nitro ist erlaubt, allerdings keine Schadensreduktion. Weil sonst würde es noch länger dauern, wenn wir irgendwelche Leute gegen die Wände smashen und dann bekommen die gar keinen Schaden. Das wäre noch nerviger. Okay, jetzt haben wir die Cops. Und ich habe auch schon, ich muss ein bisschen aufpassen. Sollte meine Tankstelle aufsuchen, aber ich bin gerade eigentlich relativ gut ihm hinterher. Ich will da jetzt nicht abhauen. Und wie gesagt, wir dürfen uns auch verhaften lassen als Cops oder, was geht hier ab? Oder eben zerstören lassen, das ist kein Problem. Wir dürften auch rein theoretisch jedes Mal das Auto wechseln. Also das sollten uns keine Grenzen gesetzt sein, weil wir sind Cops und wir dürfen alles. Wir haben es bisher schon ein paar Mal probiert mit mehreren Leuten in den Discord, beziehungsweise wir haben es über die Party gemacht. Allerdings war manche Mikros waren nicht so cool. Also der Sound war katastrophal, deswegen muss man da noch ein bisschen Anforderungen machen. So, jetzt der Fly vielleicht, was macht denn der? Ja, der provoziert, das merkt man schon, ja. Also der Fly, der fährt echt gut, denn ich glaube, der wird auch hoffentlich mal beim nächsten Mal dabei sein, dann als Cops. Und dann sind wir schon zu zweit oder eben zu dritt, je nachdem, wer noch in den Discord mit reinkommt und dann als Cops zusammen mit mir die Tuner jagen werden. Ich werde auch demnächst mal wahrscheinlich in der nächsten Runde Tuner sein, je nachdem, wie die jetzt hier ausgeht. Und jetzt könnten wir den kriegen, komm schon. Er hat echt Glück, der Grüne, mit seinem grünen Reifen gefallen. Der hat echt Glück. Also ich muss schon sagen, den könnten wir schon noch kriegen. Ich glaube, den kriegen wir bei Fly wird schwierig. Ich habe euch die erste Folge auch jetzt ein bisschen gecuttet oder ich werde sie euch ein bisschen cutten, damit ihr nicht durchgehend die 25 Minuten mein Gelaber euch anhören muss. Und ich glaube, es ist auch dann doch interessanter, wenn wirklich 4 Leute in dem Discord sind, die dann taktisch besprechen und die Tuner dann festnehmen. Jetzt kommen ich verstehe es nicht, wir sind immer so knapp an dem dran, wir müssen den doch jetzt mal kriegen. Das ist halt auch schwierig, dass ich gerade nicht mit den anderen kommunizieren kann. Aber apropos Kommunikation, wenn man den Gegner festsetzt, dann ist es auf jeden Fall so, dass wir durch Hubsignale eben dann eben bestätigen, dass der andere verhaftet ist, eben nach den 5 Sekunden. Und es hat eigentlich auch hier gut geklappt. Ihr seht, der stand ja immer unten in der Ecke rum. Und sollten nach den 25 Minuten eben noch ein Razor wie Fly jetzt zum Beispiel oder der andere noch frei sein, dann haben sie eine Nachspielzeit, beziehungsweise die Nachspielzeit besteht daraus, dass sie eben dann zur nächstbesten Garage flüchten müssen. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig, damit das Ganze auch ein Ende hat und wenn man dann es wirklich als Tuner schafft, in die Garage zu flüchten, dann ist man ganz easy entkommen. Und das ist auch eben wichtig, wenn sich das ganze Projekt auch cool entwickelt und wir dann so ein kleines Rank-System einführen können, dann gibt es eben dafür Punkte später und dann könnte man sich echt coole Sachen überlegen. Das heißt, wenn ihr auch irgendwelche Anregungen, Kritik oder Lob habt oder was auch immer, dann checkt es auf jeden Fall im Discord ab, lasst eure Meinung da, damit wir das Ganze vielleicht noch ein bisschen nicer gestalten können. Ich meine, das Heat-Update wurde ja jetzt angekündigt und ich muss sagen, es ist ja eigentlich schon kompletter Bullshit, was da jetzt neu kommt. Ja, er bremst wieder ab. So ein Schlitzohr. Ja, wobei, das Heat-Update ist ja schon lächerlich, das, was jetzt kommen sollte. Deswegen glaube ich, dieser Modus könnte uns ein bisschen Spaß bringen in das Spiel und wir könnten da ein bisschen Zeit verbringen und... Ah, shit. Jetzt war es zu spät, ich bin verhaftet worden, mies. Aber ich darf jetzt eben easy als Cop wieder neu spawnen, überhaupt kein Thema. Was ich jetzt noch fast vergessen hätte, wäre, dass die Cops auf jeden Fall die Map angeschaltet haben dürfen. Allerdings die Tuner dürfen das nicht, weil sonst wäre es ein bisschen unfair. Das heißt, die Tuner fahren eigentlich durchgehend blind rum, was für uns die Sache natürlich ein bisschen einfacher macht als Cops. Aber alles andere wäre natürlich ein bisschen unrealistisch. Leider kann man die Spieler nicht ausschalten, was ein kleiner Nachteil ist. Aber das ist eigentlich völlig egal, das funktioniert auch trotzdem. Und ich habe jetzt gerade die Info reinbekommen, dass der Razor Nummer 2, was ein ADHS, was ein Name, würde ich mal sagen, festgehoben ist. Okay, dann haben wir schon 2 von 3 und dann ist es jetzt nur noch Fly. Dann würde ich jetzt sagen, alle auf Fly. Wir haben nicht mehr viel Zeit, wir haben nur noch 3 Minuten oder so. Ich muss mal den Timer nebenher checken. Ja, genau, es sind nur noch... Ah, ist sogar noch weniger. Ja, 1:30 haben wir noch. Okay, dann müssen wir jetzt Vollgas geben. Ich würde sagen, ich stelle mich einfach direkt mal schon zur nächstbesten Garage hier. Das müsste die einzige in der Map sein. Ich habe Cops... Das ist gut, weil dann könnten wir in der Garage campen und vielleicht, aber dann wird er wahrscheinlich zur nächsten fahren, ja. Müssen die anderen jetzt mitspielen? Wie gesagt, ich kann nicht kommunizieren, ist ein bisschen blöd, aber das könnte so funktionieren. Jetzt warten wir halt mal ab, was passiert. Okay, er kommt. Ah, okay, er hat's gecheckt, shit. Ja,
Aber guck mal, wie viele Cops hier sind. Was geht denn hier ab? Krass. Da ist er. Da ist er. Komm, fly. Los, los, los. Okay, ja. Der haut ab zur nächsten. Okay, shit. Das wird schwierig. Ich glaube, der ist weg. Der ist entkommen. Da können jetzt nur noch die anderen was helfen. Ich bin jetzt schon zu weit weg. Behalt gerade nur den Discord nebenher im Auge, damit ich sehen kann, ob er entwischt ist. Er ist entwischt. Also Fly hat es tatsächlich geschafft, in der ersten Folge zu entwischen. Das gibt natürlich ordentlich mal einen auf den Deckel jetzt erstmal. Nee, Spaß, aber... Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat die erste Runde gefallen. Wir werden das jetzt auf jeden Fall öfters machen und ich hoffe, das klappt auch in Zukunft mit der Technik und mit allem, dass man alle hört, alle ein perfektes Mikro haben und wir viel Spaß mit dem Projekt haben können. Wie gesagt, wenn euch das Ganze gefallen hat und wenn ihr selber mitwirken wollt, dann checkt auf jeden Fall die Discord ab. Dort findet ihr alle Infos, die Anmeldung und ihr könnt Anregungen, Lob und Kritik eben dort niederlassen zu diesem Projekt. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Ganze gefallen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Peace. Haut rein und ciao.